Nochmal zurück zu den Array-Elementen und der Initialisierung. Das hatte ich bereits gesagt. Die Elemente eines Arrays werden implizit initialisiert mit dem Default-Wert des Elementtyps. Die haben wir kennengelernt, als wir uns mit den einzelnen Datentypen auseinandergesetzt haben. Beispielsweise bei Integer 0, bei Boolean False. Wenn man Array-Elemente mit anderen Werten initialisieren möchte, muss man das explizit über Zuweisungen tun. Hier mal an einem Beispiel. Ich lege hier an eine Array-Variable Vektor und weise der zu ein Array mit 5 Elementen. Jetzt nutze ich eine Vorschleife. Und eine solche Vorschleife ist häufig da, um als Wertebereich die Menge der gültigen Indizes für das sich hinter einer Array-Variable verbergende Array zu durchlaufen. Also die Menge der Indizes. Und hier gibt es ein Attribut namens Length, über das ich die Länge, das heißt die Anzahl der Elemente eines Arrays, ermitteln kann. Vektor.length, hier unten habe ich es nochmal hingeschrieben, liefert mir die Anzahl an Elementen des Arrays, was sich letztendlich hinter Vektor verbirgt, der angegebenen Dimension. In diesem Fall würde Vektor.length liefern, hinter Vektor verbirgt sich dieses Array, das besteht aus 5 Elementen, also liefert Vektor.length den Wert 5. Das ist ein Attribut, das ist nur lesbar, das heißt, da kann ich keinen Wert zuweisen. Also wird hier durchlaufen der Wertebereich von 0, und hier steht i kleiner, von 0 bis 4. Und das ist ja gerade der Bereich der gültigen Indizes. Und was wird dort gemacht? Dort wird gemacht Vektor von i gleich i mal i. Also im Speicher passiert Folgendes. Hier ist Vektor, die Array-Variable, die auf dieses Array referenziert. Und Vektor von i wird mit i mal i initialisiert oder diese Werte werden zugewiesen. Das heißt, letztendlich stehen in den einzelnen Array-Elementen die Werte 0, 1, 4, 9 und 16. Man hätte hier natürlich anstelle von Vektor.length auch 5 hinschreiben können, aber wir werden hinterher noch sehen, Array-Variablen können auch, ja, beispielsweise, wenn man sie als Parameter von Funktionen benutzt, unterschiedliche Arrays zugeordnet sein und dann ist Vektor.length halt die Länge des tatsächlichen Arrays, auf das Vektor referenziert. Deswegen sollten Sie sich angewöhnen, hier nicht diese Zahl hinzuschreiben oder diesen Ausdruck hinzuschreiben, sondern wenn man den Wertebereich der Indizes durchlaufen möchte, sollten Sie dieses Attribut Length immer nutzen.